Ihr Leute, zurück zur Eishöhle. Diesmal machen wir diese verbrecherische Höhle einen Strich durch die Rechnung. Denn ich will sie zum letzten Mal besuchen, wenn es schon so beginnt. Dann habe ich erst recht keinen Bock mehr. Feindlicher Erstangriff, ja, wer es glaubt. Anschleichen war das. Anschleichen vom Feinsten. So. Gut. Danke, wird diesmal. Klar, schon wieder Blindstufe 4. Okay, hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Boah, ihr Gegnermassen hier. Solange keine Heal-Gigas kommen, ist alles recht. So, dann nach Osten geht's lang. Und dann schauen wir uns ein bisschen um. Alter Schwede, schon wieder diese Spasten. Kehrt doch ins Grab zurück. Eure Mutter ruft euch schon. Zum Essen. So. Ja. Cool. Den hatten wir auch schon. Oh je, Mini. Aber wenigstens kann man hier ordentlich Gil abstauben. So, was haben wir hier? Eine Mithril-Rüstung. Natürlich. Gut oder nicht? Gleich gut. Gut. Na, eben nicht gut. Oh mein Gott. Ja. Ich hoffe, sie verschwinden mittels Beam. Und jetzt muss ich Brotes verwenden. Okay, das ging daneben. Brotes hat einmal geklappt. Dann machen wir Berserker noch hinzu. Nice. So. Das macht doch auf eine Abreihung gefasst, den blöden Viecher. Nein, Layla! Nein! Und da ist sie down. Schade. Naja, so schnell kann es gehen. Aber Gott sei Dank haben wir die gute Maria, die wiederbeleben kann. So, und auch gleichzeitig Healing durchführt. Ja, das machen wir so. Einmal hier, einmal da, einmal überall. So, weiter geht's. Hier haben wir auch noch eine schöne Kiste. Den Mithril-Helm. Den hat, glaube ich, jetzt ein jeder schon. Außer Leitner, der hat sogar auch einen. Gut. Gute Frage, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Weil... da spalten sich die Wege. Da geht's hinunter. Würde das aber noch unterlassen. Ich würde mal hier lang gehen. Ach, einen schaffe ich schon. Ha, der hat mich nicht mal Damage gemacht. Geil. Okay. Das sieht wahrscheinlich hier schon ein bisschen anders aus. Klar. Klar, verpiss dich endlich. Was da schon wieder an Sachen drauf gehen. Schwertstufe, Speer gestiegen, HP, Stab gestiegen, HP, HP. Ole. Ach, da ist noch eine Kiste. Mithril-Schild. Und ihr seht. Ich zeig's euch gleich noch einmal. Diese Brücke ist ein Fake. Wenn ihr da drauf tretet, ihr seht da in der Mitte dieses kleine Loch. Oder was die Brücke hier? Alter, ich weiß es nicht mehr. Jetzt ist die Frage. Kacke, ne? Ich weiß nicht, welche ich nehmen darf. So, bei meinem Glück nehme ich sicher die falsche. Gut. Safe wird mir hier nicht viel bringen. Ja, scheint richtig zu sein. Trotzdem habe ich zwei Heal-Gigas.
Alter Schwede, ich glaube, ich muss schon wieder die Höhle bald verlassen. Diese Gegner sind aber sowas von heftig. Das gibt's doch jetzt echt nicht. So schlimm hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Ja klar! Noch mehr! Firin geht gleich drauf. Leila ist drauf gegangen. Oh mein Gott. Ach, aber dafür haben wir Riesenhandschuhe erhalten. Die haben wir sowieso noch nicht. Und die kriegst auch gleich du. Steigern die Stärke zusätzlich noch. Cool. Einmal Engel, bitteschön. So wie es aussieht, kann ich bald wirklich noch einmal raufgehen. Ja, die andere Brücke war wirklich ein Fake, was das Loch da beweist in der Mitte. Blind Queen Moor brauchen wir nicht. Oder? Okay, ich kenne mich jetzt in dieser Höhle überhaupt nicht mehr aus. Da ist jetzt alles aus. Revenant. Also ich habe komplett die Orientierung verloren, aber sowas von komplett. So, Säureflasche, gut. Was kann denn die? Besitzt denselben Effekt wie Toxicum, war ja nicht klar. Ich gehe sicher den richtigen Weg, Leute. Will ich aber ehrlich gesagt. Ja. Verdammt. Gut. Da müssen wir leider zurück, denn ich habe noch nicht alle Items. Ach, ich glaube nicht, dass ich das nochmal schaffen werde. Was habe ich denn Heil-Items bei mir? High-Potion, geil. Wir verwenden mal ein paar High-Potions. Für was habe ich sie? So. Muss leider MP sparen. Da gehören wir nicht eindeutig nachher hin. Nicht die Türen, das ist das Ende. Das Ende vom Lied! Nerv. Nerv-Gigas. Neuer Spitzname, Nerv-Gigas. Die können nur nerven. Messer, ich hab dich weggemessert. Oh ja. So. Ich wette euch mal, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann. Nein, ich kann nicht über die Brücke, die stürzt sicher ein. Egal, wir müssen auf alle Fälle hier wieder vorbei. Und ich will nicht unnötig den Weg noch mehr rennen. Das heißt, da gehe ich wirklich nicht drüber. Ich probiere es mal mit den anderen Abgang. Da müsste ich theoretisch und logisch von der anderen Seite auftauchen. Ohne die Brücke überqueren zu müssen. Weil es geht nicht. Ich bin mir eigentlich bestürzt ein. Ich habe das im Gedächtnis behalten, weil ich ja am Anfang reingefallen bin drauf. Aber man braucht ja nur schauen, da ist ja ein Loch. Und ich verwechsel gerade die Brücken. Wir werden es dann gleich merken. Wenn ich dann zurückgehe, kann ich ja immer davon. Alter, ist das jetzt Verarsche oder was? Ich brauche High Potions. Hi. Bin ganz high auf die High Potions. So. Gut. Dann holen wir uns mal die Schatzkiste da unten. Hey. Nach dem Kämpfchen. Yay. Da, was haben wir hier? Magierstab, ein unerwarteter Angriff. Oh, Heilgeister. Vita-Stufe. WTF. Na geil. Geil, die können mich nur healen, oder was? Ach, die sind mir sympathisch. Die Geisterchen. Da hätte ich gerade den Magierstab farmen müssen. Den hätte. Oder? Ham. Ach, den haben. Habe ich den wieder ausgerüstet? Ah ja, wirklich. Ihm. Gut, dann hätten wir ja sowieso schon. Nichtsdestotrotz, wir haben neue Gegner. Die schauen wir uns an. Der Heilgeist. Oh, nichts. Sonst noch was? Nee. Gut, dann speichern wir mal kurz. Und gehen mal die südliche Treppe hinunter. Da war doch noch was.
Die sollte uns dann auf... Boah, über 400 Damage. Die sollte uns nicht jetzt auf die andere Seite führen. Klar. Maria verliert die HB und Guy streicht sie ein. Wie gibt's denn das? So. Na, Bingo. Bingo, seht ihr? Seht ihr, was ich gemeint habe? Diese Brücke ist ein Fake. Aufpassen, liebe Leute. So. Kiste mit Rillhandschuhe. Oh ja. Hip, hip, hurra. Ich liebe Handschuhe, ja. Boah, Alter. Ich weiß, wie Feuer aussieht. So. Mit den Spiegel? Moment, was ist das für ein Item wieder? Besitzt den selben Effekt wie Wall. Wall haben wir noch gar nicht. Also, Wall kennen wir aber von Minyu. Den hat er gehabt, den Zauber. So, das heißt, jetzt haben wir momentan alles entdeckt. Und können uns jetzt wieder auf zum richtigen Pfad machen. Der uns wieder zu den Türen bringen wird. Voller Freude starten wir einfach durch den Tag. Hip hip hooray. Hip hip hooray. Klar. Klar, dass sie wieder als erster abnippeln muss. War doch sonnenklar, oder? Ist mir jetzt wurscht, ob die da liegt oder nicht. Belebe sie ja immerhin wieder. Ja, so kann ich meinen Engelzauber auch leveln. Kein Problem. Aber geil, du bist mal dran. Mit Healing Power. So. Ich sollte, glaube ich, mehr MP farmen. Abseits. Oh, Anquil-Vorteil. So gefällt mir das und nicht anders. Alter, jetzt geht mir diese Riesenärsche aber schon gewaltig. Wozu? Ach, den Riesenhelm, den haben wir auch noch nicht. Oder? Doch, haben wir. Aber jetzt haben wir drei Stück. Yay, du kriegst auch einen Riesenhelm. Yay! Geil. Gut, ich sag nichts mehr gegen diese Riesen. Die sind cool, ich liebe Riesen. Tretet mit mir in den Riesen-Fanclub bei. Komm, gib mir noch einen Riesenhandschuh. Oder einen Riesenhelm. Auch riesig von dir. Wie kriegst du ihn heute? Ein bisschen mehr Damage für dich. So. Hinab in die gute Höhle. Hinab in die Höhle, weil wir ja gar nicht in einer Höhle sind. Mhm. Klar, meist so 500 Damage zwischendurch beim Frühstück und Abendbrot. Kein Problem. Die können das einfach, weil sie es können. So, wer hat noch genug? Du hast noch genug. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Oh mein Gott, noch. So. Wir haben die Säureflasche mitgenommen. Da sind wir komplett richtig. So, jetzt müssen wir uns quasi nur noch für eine Tür entscheiden. Theoretisch wüsste ich ja, welche Tür richtig ist. Aber schauen wir mal, ob ich mich noch richtig erinnere. Speichern wir mal ab. Erste Tür. Sackgasse. Ja, Stufe 5. Was wir vorher zu viel an Hitze bekommen haben, bekommen wir jetzt an Kälte zurück. Schöner Ausgleich des Lebens. So, Tür Nummer 2. Wieder nichts. Oh, Überraschungsangriff. Ich liebe Überraschungen. Überhaupt, wenn sie den Gegner betreffen. Blink. So, Tür Nummer 4. Ja, also lag ich doch richtig. Tür Nummer 3 ist es. So, hinein. Nein, nicht hinein. Nämlich komplett hin. So, aber jetzt hinein in die gute Stube. Oho, noch ein extra Save. Denn das, was mich hier erwartet, gefällt mir gar nicht. Chimera will Ei. Flamme Stufe 7? Oh, sieht geil aus. Ja, tut ein bisschen weh. Naja, gibt Schlimmeres. Du wirst mal auf alle Fälle mal einen Stopp probieren. Schutz, Brotes
und Blitz. Gut, Leila wird es nicht überleben. Oh doch, sie überlebt. Wer hätte das gedacht? Bitte die geile Melodie. Stop it! Ja, wirkt natürlich nicht. Oh, cool. Blitz wird auch immer stärker. Ja, Leila bekommt mal wieder nichts ab. Dann versuchen wir es zu verbannen. So heißt sie, die gute. Starre vielleicht. Einmal Blitz. Okay, tschüss, gute. Leila brauchen wir sowieso nicht in den Kampf. Ich will nur meine Truppe leveln. Bann. Komm schon, da wird doch einer mit drin sein. Gut, dann nicht. Starr. Funktioniert auch nicht. Gut, dann wie schaut's aus mit der Angst? Oder ich beam euch hoch. Oder ich mache uns mal zu Berserkern. Beam mich hoch, Scotty. Einer. Na wenigstens etwas. Berserker. Oh, Maria wurde kein Berserker. Sie bleibt ein Engel. Auch nichts, gut. Schlaf. Fluch. Nein, lass sie liegen. Lass sie einfach liegen. Stumm. Wir probieren da mal alles aus an den Gegnern. Flamme Stufe 7. La 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 la. Oh ja, da kommen die Sensenmänner. Mich da auch nicht. Sturm. Sturm. Auch nicht. Gute Nacht allerseits. Auch nicht. Gut, sind die gegen irgendwas anfällig? Wisst ihr was? Ich scheiß gleich drauf. Jetzt mache ich noch einmal blind. Eine Runde Zauber machen wir noch. Vielleicht kann ich euch so ein bisschen schädigen. Ach, mach einfach Medica. Hat zwar keinen tiefgründigeren Sinn. Toxicum! Oh ja, Damage. Blind! Ich sehe nichts, der Nebel ist so dicht. Auch nicht, gut. Angriff. Beschleunigen wir ein bisschen. Oh. Na, das geht aber flott, die Karotte. Und dann nehmen wir doch lieber mal Blitz und du mach mal doch Engel auf die gute. Da auf die, genau. Eis. Schauen wir mal. Engel. Ballalop. Oh mein Gott, war das anstrengend. War tot. Ach, denn sein Blitz ist noch nicht so stark. Eis. Das war's auch noch nicht. Gut. Was mache ich dann mit dem Medizer? Feuer. Eis. Blitz. Sollte es gewesen sein. Oder auch nicht. Gut. Aber jetzt. Blitzstufe 6. Nice. Super, Leila. Und was bekomme ich schönes? Schlafstufe gestiegen. Yay. Sonst nichts? Schade. Das Wasser der Quelle schimmert im schummrigen Licht. Oh, das interessiert mich nicht, denn wir verwenden sowieso nur das Eichen. Drachenei. Und mehr nicht, mehr will ich gar nicht. Das Drachenei wurde behutsam ins Wasser getan. Okay, und das war's. Ach, wahrscheinlich kann das Ei liegt versunken in der sicheren Tiefe der Quelle. Wahrscheinlich müssen wir da zu einem späteren Zeitpunkt wieder hierher zurückkehren. So, damit die Vorstellung und den ganzen Weg uns zu ersparen, verwenden wir Beam. Oh ja, kostet zwar der guten Maria ein bisschen Energie, aber
Das macht nichts. So. Da wir natürlich jetzt die Höhle hinter uns haben, können wir... Oh mein Gott. Da hat's die Bitch nicht überlebt. Das ist aber nicht deren Ernst, oder? Nein. Du machst Blink, du machst Engel. Du machst eine Runde Vita und das war's. So. Blitz. Medicus. Medisa. Angriff. Gut, sie kommt noch dran. Und ja. Was gestiegen? Nö. Eisgemauer haben wir bekommen. So. Zurück ins Schloss. Schauen wir mal, wie es dem Drachen geht. Der Drache! Der Drache ist gestorben! Oh, ja, das habe ich letztens schon festgestellt. Auch der letzte Drache ist von uns gegangen. Aber dank des Eis, das ihr der Quelle des Lebens anvertraut habt, gibt es noch Hoffnung. Irgendwann wird es sicher seine großen Schwingen ausbreiten, um den Rebellen zu Hilfe zu heilen. Ich möchte mich anstelle der Drachen bei euch bedanken. Danke. Oh, wie süß. Gut. Heul dich aus. Komm in meine Arme. Schreib mit den Drachen. Oh, geil. Jetzt könnte ich hier ein Nickerchen machen. Aber ich habe meine eigenen vier Wände in Altea. Die ich eigentlich noch nicht gefunden habe. Weil dort streune ich ja auch nur so herum. Ja, wir könnten den ganzen Weg jetzt auf uns nehmen und uns zurück nach Altea machen. Werde ich offscreen machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part direkt vor Altea wieder. Ja, so machen wir das. Genau so machen wir das. Also, bis dann, Leute. Ciao, ciao.